So, ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen homöopathischen Arzneimittel, nämlich dem Arzneimittel der Nosode, Luisinum oder auch Syphilinum genannt. Und wie der Name natürlich schon sagt, geht es hier um die Syphilis. Die Syphilis ist zerstörerisch, die Syphilis ist ein Chamäleon unter den Geschlechtskrankheiten und hat in der Homöopathie natürlich weitreichende Bedeutung. Zum Beispiel ist es für Menschen gedacht, die den Verstand verloren haben oder auch für Menschen, die eine Behinderung haben oder ein behindertes Kind haben oder unter schwersten Erkrankungen leiden, die zum Tode führen. Das sind die Indikationen im Groben für dieses homöopathische Arzneimittel. Wer sich hiervon angesprochen fühlt, kann meine heilsamen homöopathischen Worte in meiner Mediathek auf YouTube erwerben, denn das, was jetzt hier nachfolgt, ist lediglich eine Hörprobe. Und für jeden, der sich hier weiterbilden möchte, beziehungsweise in einen Prozess gehen möchte, sich selbst besser kennenlernen möchte, ein Stück Heilung über meine Worte erfahren möchte, dem empfehle ich, sich diesen Anführungsstriche oben, Vortrag, Ausführungsstriche um zu erwerben und meine heilsamen Worte in sein System hineinfließen zu lassen. Damit verabschiede ich mich und freue mich über ein Abo, einen Daumen hoch, über eure Kommentare und sende euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, eure Angelika Lex.